Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute möchte ich euch wieder eins unserer neuen Produkte vorstellen. Wir haben hier Designpapier in Color 2018 bis 2020 zu kaufen in 6x6 Inch, also in 15,2x15,2 cm. Ihr bekommt 40 Blatt, je 4 in 2 doppelseitigen Designs in 5 Farben. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Es wird auch dieses Design geben für die alten Incolors. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, das wird es auch geben für die Signalfarben, für die Neutralfarben, für die Pracht- und die Pastellfarben. Wir hatten das vorletztes Jahr schon mal im Katalog. Das ist letztes Jahr rausgeflogen, dass es neutrales Designpapier zu den einzelnen Farben gibt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Stamping Up das wieder aufnimmt. Da freue ich mich wirklich sehr drüber, weil das wirklich einfach ist, gerade für die Bastelbeginner mit diesem Designpapier einfach tolle Effekte zu erzielen. So, ihr seht schon, viele, viele Farben. Die Farben an sich haben wir ja schon mal durchgeguckt. Wir haben, ja, Grapefruit. Ich habe heute einfach schon zu viele, heute ist Videodrehtag, also seid mir nicht böse. Ich habe schon ein kleines Hängerchen hier. Also, Grapefruit ist hier ein bisschen Ananas und hier ein bisschen Ananas. So, dann haben wir hier Kussrot, Kleegrün und Blaubeere. So, und jetzt gucken wir uns dann auch nochmal die einzelnen Designs an. Wir haben pro Farbe 8 Blätter. Ja, genau wie es im Katalog beschrieben ist. Je 4 in 2 doppelseitigen Designs. Wir haben nämlich einmal dünne Streifen, auf der Rückseite Punkte, Ton-in-Ton-Streifen und Ton-in-Ton-Punkte. Das gefällt mir total gut. Das mag ich wirklich gerne. Und das haben wir dann für alle Farben. So rum hatten wir es liegen. Könnt ihr es noch sehen? Ja, ne? Sehr gut. Nicht, dass ich hier zwischendurch schon aus dem Bild rutsche. Kussrot. Total schön. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich das so sehe, dann rattert meine gedankliche Maschine sofort los und ich bin sofort, habe gleich 5 Ideen im Kopf, was man so damit machen könnte. Hier zum Beispiel, wir haben ja dieses Set mit dem Sonnenstuhl. Ich glaube, es heißt durchs ganze Jahr. Und diesen Sonnenstuhl hier mit auf den Hintergrund geklebt und dann noch irgend so ein Caipirinha-Gläschen dazu. Das gibt es bei den Framelits auch. Schwupp, Sommerkarte fertig. Oder hier vielleicht einfach unsere Frauen, unsere Damen mit Stil, die sich hier bewegen könnten vor diesem gestreiften Hintergrund. Bei Pünktchen bin ich immer bei Kinderkarten, Babykarten mit irgendwelchen Tieren drauf. Und ich bin ein totaler Fan, das habt ihr vielleicht schon entdeckt. Ich mag Grapefruit unendlich gerne. Ich war ja so traurig, dass Pfirsich pur uns jetzt verlässt. Und
weil das wirklich eine schöne Farbe war, mit der ich gerne gebastelt habe. Und als ich gesehen habe on stage, es gibt Grapefruit, da war meine Welt wieder in Ordnung. Ich liebe diese Farbe einfach ohne Ende. Und ich werde euch damit noch eine Farbkombi zeigen, in die bin ich total verschossen, aber dazu später mehr. Wir sind ja erstmal beim Designerpapier in Carlas 218, 220, 40 Blätter, je 4, hatte ich schon gesagt, in allen 5 Farben. Wie gesagt, das wird es auch für die alten Incolors geben und es wird es auch geben für unsere gesamten Farbfamilien, was mich wirklich, wirklich freut. Ich wünsche euch auf jeden Fall kreative Ideen damit. Falls ihr Interesse an dem Papier habt, meldet euch bitte bei mir. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Däumchen hoch. Falls ihr, wie immer, noch mehr von mir sehen möchtet, lasst mir gerne ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bis bald. Tschüss.